Ich glaube, ich mache für unseren Compadre hier nachher so ein Feld mit Zaun, dass er nicht immer überall abhauen kann. Weißt du, am Schluss, schlussendlich gesehen ist es so, dass man pro Ernte so gesehen 5 ernten kann und eins wieder investiert. Okay, dann war das jetzt ein Fehler, alle Waldbeeren für den Dulli hier auszugeben. Du, ich hab noch 20 Waldbeeren im Gepäck, das geht alles klar. Okay, wenn du Sogar wenn du 30. wenn du solche Gemüsesachen hast, dann tu das bitte in den Futterdruck, dass er da es isst, weil der ist jetzt schon bei 10 Fortschritt bei 15%. Ich will eigentlich für uns Futter zaubern, damit ich ein bisschen XP habe. So, der nächste Ding ist sie auch fertig. Jetzt habe ich schon 17 Kürbisse. Kannst du irgendein Plateau basteln oder so, damit ich das Ding schön Ja, soll ich ein einrahmen kann? Steinplateau bauen? Spielt mir keine Rolle, aber nur, Ich glaube, ich baue ein Steinplateau. Also das Ding ist ja ich mach dir hier. jetzt eine Kiste. Nee, bitte zuerst ein Plateau und dann die Kiste drauf. Da kann ich hier wirklich alles schön bauen mit. Ist auf Deutsch gesehen hier Schande überhaupt, hier das Ding so zu bauen. Der Typ ist sleepy. Ich muss unbedingt Next Level werden. Hast du die Textilfabrik Bank freigeschaltet, zufälligerweise? Ja, zum Machen oder was? Im Technologiebaum hast du die freigeschaltet, zufälligerweise? Nicht, dass du Ob es ich jetzt. überhaupt. Technikbaum, ne? Ja. Rang 2 wäre das. Genau. Was hast du nochmal gesagt? Textil. Textil, T. Kräuterbank habe ich. Das ist. Textilbank, nö, habe ich nicht. Okay, dann mache ich die. Dann hole ich die Textilienbank, damit der ein Bett kriegt. Und dann kann ich noch einen Lederrucksack, damit wir mehr Platz im Inventar haben. Das wäre was, ne? Würde ich nicht nein sagen, ja. Gut. Ja, toll. Haben selbst gebastelte Dinge eigentlich kein Health? Oh, Was? verdienen 10 Sekunden. Okay. Doch, haben sie. Ey, aber diese Waldbeeren, die wachsen schon relativ schnell. Das ist sehr gut. Alles in den Futtertrog, Also. bitte, bis das Tier gezähmt ist. Stimmt, jetzt habe ich ja 3 angebaut. Da kann ich die Dinger reinballern. Genau, dann kommt er jetzt Fressi-Fressi machen. Ich bin irgendwie zu schwer. Ah, ich weiß, warum ich zu schwer bin. Okay. 15 Stück, da müsste noch was hinkommen. Mit 15 Stück, der ist gleich wieder leer. Das ist gleich leer. Du hast da 15 Stück reingetan. Guck mal. Guck ihm zu, wie er das jetzt frisst. Verdorbenes Fleisch geht nicht. Nein. So. Und jetzt, wie viel ist noch im Trog? Auf einmal null, komplett. Neun. Nee, das habe ich hinzugefügt. Sojabohne, ja, der hat. Soll ich die eigentlich auch noch, die Sojabohnen, soll ich die auch noch kultivieren? So eine Frage. Ja, mach mal eine richtige Farm so. Das Eben, ich wäre will ein Plateau mega. haben. Ich will hier, ich. Das Eigentlich wäre auch genau auf dieser Fläche. Oberhammer. Ja, ich komme mit dem Plateau. Für Dann dein kann ich das auch Plateau schön. habe ich Eisennägel. Ich brauche Leder. Wo habe ich denn das Leder jetzt hin? Leder? Ja, für Stein Für einen zum Verarbeiten. Holzbau? Nee, für Stein Okay. brauche ich Leder. Leder, Leder, Aber nee, Leder. Stein brauchst du, ne? Ich will es mit Steine bauen. Also warte mal. Ich mach mal jetzt so. Wie viele Steine brauchst du noch? Zusätzlich. Steine habe ich genug. Mein Problem ist, dass mir die Nägel ausgehen und das Eisen dafür. Ja, dann ab in der Höhle irgendwann dann. Wo ist mein Amboss? Wo habe ich mein Amboss hingetan? Hier habe ich mein Amboss hingetan. Max?
Brauchst du dafür Eisen oder Kupfer? Genau, Kupfernägel vielleicht. Nein, auch. Nein, Eisen. Für Stein brauchst du Eisen. Lustigerweise. Also Kupfernagel und Eisen. Es geht aber Kupfernagel und Eisennagel, ne? Nein, Eisennagel geht bei Stein nur. Ach so. Also ich mach mal 4 Steinbalken, das sollte reichen. Und dann, wie viel kann ich hier maxen? Lustigerweise, alles was ich angebaut habe, selbst, hat so einen orangen Kreis rundherum. What the fuck? Ich krieg keine XP-Punkte, wenn ich die Balken herstelle? Das ist schwach. Das ist ultra schwach. Ja, du, ich glaube langsam kommt ein Sturm, ne? Ja, man, mein Typ, schon. Der hat die ganze Zeit Hunger. Wisst du was? Ich habe 12 gekochte Fleisch. Ich hab schnell vom Feuer gegessen. So, ich mach mal zu, ne, die Hütte. Soweit es geht. Ah, dann baue ich nachher. Und ich habe den Hammer schon mal vorbereitet, weil es ja irgendwann was kommen Trinkschlauch. Könnte. Trinkschlauch. Und 10. Ah, warte mal, hier. Füllen. Oh, oh. Blitze, Donner. Oh, jetzt shifts in den Wassertrog hinein. Das ist schon mal sehr gut. Er hat 23%, ist gezähmt auf 23%. Gut, dann packe ich das hier so, hin. Tür zu. Die Fackel, warum habe ich die Fackel nicht auf L? Ich repariere mal die ganze Scheiße hier wieder, ne? Hast du den Metallhammer? Nö, Holz. Der ist beim Amboss, ist ein Metallhammer. Eisenhammer, nimm den. Gut. Mit dem bist du sowas von schnell, das ist unnormal. Die Frage ist, wir brauchen da zum Reparieren ein Stück Eisen, ne? Ja. Wir haben kein Eisen. Genau. Scheiße. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer so 10, 20 Eisen auf Pedo, ne? Also... Ja, ich kann den Compadre nicht mitnehmen zum Eisen machen. Ist auch nicht schlimm. Ja, dann muss er dir halt die ganze Zeit hinterherlaufen, dann für die Zeit. Warte mal. Es gewittert! Wir haben können wir nicht schlafen gehen? Nein, können wir nicht. Verbringen die Tage, die Stunden einfach so. Scheiße, wir brauchen Eisen. Er ist nicht so happy. Willst du, dass er dir folgt? Du. Weil ich kann den nicht in die Höhle mitnehmen, der ist mir ein Klotz am Bein. Bone Steak. Übrigens, koch mal das Fleisch nicht. So eine doofe Sache. Oh, okay. Weil... Aus rohes Fleisch. Ah, mit dem verdorbenen Fleisch kannst du, glaube ich, besseres Fleisch machen, oder? Nee. Aber zum Beispiel mit rohem Fleisch kriege ich zum Beispiel ein Steak raus oder eben ein T-Bone Steak. Also mit rohes Fleisch krieg ich relativ coole Dinge zusammen. Und zum Beispiel mit Mais und Tierfett kriege ich zum Beispiel das Sahne-Mais und das gibt, das gibt Ausdauer, Gesundheit und auch als Beispiel minus 10% Ausdauerverbrauch durch Aktionen. Okay. Bist du am Reparieren? Entschuldigung. Weil das Haus hält nicht mehr so viel aus. Ah, passt schon.
Ja, der Sturm ist gleich vorbei. Ja, zum Glück. Also viel schneller geht's ja jetzt nicht wirklich, aber doch, schon braucht weniger Ausdauer. Ach so. Also ich merke da schon einen beträchtlichen Unterschied. Da habe ich jetzt echt nicht drauf geschaut wegen Ausdauer. Aber das Geräusch, das bling, plong, plong, bling, plong, Arschplatz. Ja, besser als vorher war es so ein Holzhammer. Aber es war angenehmer. Es war so ein schönes, rumpfes Geräusch, finde ich persönlich. Die Wettervorhersagen stimmen hier im Spiel aber auch sehr gut, ne? Nicht wie in Real Life, dass man da ja, teilweise Tage so, oder da Wochen könnte sich das Real Life sehr viel abschauen. Tipp, tipp. Der er ist gerade wieder kaputt gegangen. Ja, so. Am Schluss der komische Tier wäre gestorben, ne? Ey, war irgendwie dramatisch. Die ganze Arbeit umsonst. Die Scheiße, ey. So, oh. Also ich gehe nachher, sobald das hier gezähmt ist, Eisenfarmen. So. Oh scheiße, es brennen Bäume. Gut. Alter, das sieht geil aus. Komm mal raus. Das sieht ja... Alter. Oh mein Gott. Wir machen jetzt gerade 15 Tierfette. Was ist hier mit dem Strauch? Hier werden mir Sträucher angezeigt und hier... Okay, kann das Tier jetzt trinken? 15 Liter sind da drin. Was macht das? Hast du zufälligerweise roher Speck dabei? Nein. Mit rohem Speck und Tierfett, was man wiederum aus rohem Fleisch bekommt, kriegen wir 15% plus Erfahrung, plus 90 Gesundheit, plus 90 Ausdauer und 10% mehr Schaden. Ey, können wir mit diesen scheiß Tiertrophäen irgendwas Sinnvolles anstellen? Nö. Das ist ja zum... Wirklich, das nervt. Also. Monsieur, Sie wollten eine Anbaufläche abbauen. Ich mache Ihnen... Ja, ab hier oder generell ab... Ja, ab hier bis zu unserem Haus. Weißt du, aber die Kisten hier, die sind alle noch gut. Die haben den Sturm normal überlebt. Das Haus hat Schaden genommen, aber die Kisten hier nicht. Komisch. Ja, ich check nicht. Ich glaube, Outdoor-Sachen können nicht kaputt gehen, nur so. Offensichtlich muss man das nicht verstehen. Nee, diese Physik. Nicht gut. Hä? Ah, ich dachte schon, ich kriege nicht mal mehr XP für Steinabbau. Hast du zufälligerweise 5 verdorbene Früchtchen? Oh. Oi. Leben immer am Limit hier, ne? Ja, ich denke, das könnte was werden, aber ich baue richtig komisch. Egal. Ich baue nicht symmetrisch in weißt du, das Haus ist so gerade und das ist schräg. Egal. Ist ja nicht so schlimm, ne? Nö. Also jetzt brauchst du noch Kisten, hast du gesagt. Ja, eine Kiste wäre okay. Herstellung, eine mittlere Holzkiste. Ich mach mal zwei. Immer.